und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind am Startpunkt angelangt. Kalt ist es hier, aber er sagt relativ warm an später. Und hoffen wir mal, dass das auch der Fall sein wird. Also wir haben Februar 2021 und es steht der erste 3000er bei uns am Programm. Haben wir auch noch nie gehabt, so früher. Aber wir haben das Glück, dass die Skigebiete teilweise nur Mindestbetrieb fahren und jetzt können wir mit den Bikes über das Skigebiet, über den Gletscher bis über 3000 Meter rauf. Drückt uns die Daumen, dass das alles so hinhaut, wie wir uns das vorstellen. Wir sind heute mit den E-Beaches am Weg. Vor allem deswegen, weil wir einfach schauen wollen, ob das damit geht. Und dementsprechend. Genau, lass uns einmal so laufen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, einmal mit mehr Akkuleistung Bikes zu testen. Die Vicky hat einen 500er, die ist halt nicht so schwer. Wir sind wesentlich schwerer und mit dem 500er, also 2000 Höhenmeter, Wahnsinn, gegangen diese, glaube ich, nicht mehr aus. Jetzt rühren wir es einfach mit unsere aus, hoffen wir das Beste und sehen wir es eh, oder? Also Vicky hat 500. Genau. Und wir haben 750, oder? So was, glaube ich, haben also, die. Also wer kommt beide? Das ist die Frage. Oh nein. Und zu dem Thema ist immer wichtig, bei leichten Personen der große Akku eigentlich nicht viel ausgibt, weil meistens ist dann eher gemischtes Verhältnis, dass die Leute unterschiedlich fahren. Also die, was schwerer sind, brauchen mehr Wattstunden. Aber so bei der Wicke war es komplett sinnlos, so einen großen Akku teilweise mitnehmen, weil die kommen halt 5000 Höhenmeter. Ja, und irgendwann ist das Bike halt dann schwer. Eben ist es für die kleinen Leute so oder für leichte Leute so ein schweres Rad irgendwann, da hat man dann einfach, wie soll ich sagen, das ist unfahrbar, weil das war wie für die Petra so ein 50 Kilo Bock irgendwann. Und das, die Vicky ärgert sich über die kleinen Leute. Ist sie etwa nicht klein? Schreibt mal in die Kommentare, ist Vicky klein oder ist Vicky groß? Oder normal. Rauf geht's im Schatten erstmal. Kalte Hände. Aber ich freue mich mega auf die Runde und ich bin voll gespannt, was uns erwarten wird. Huhu! Abfahrt bis ins Tal wirklich. Aber wir wollen ja erst rauf. Rauf geht's für uns jetzt erstmal über die Rodelbahn. Das ist bisher ein Mix aus Eis, Matsch und eben hier eigentlich ganz gute Verhältnisse. Die Almidylle. Ja, wir haben die Sonne erreicht und gleich ist es ganz schön viel wärmer. Krass, was das für einen Unterschied macht. Es ist echt schon wieder fast nicht zu glauben. Ihr seht ja die alten Skispuren und einen Fußgänger, aber hier ist nichts los bis jetzt. Man sieht die Piste, aber wir sind mutterseelenallein. Wir waren nicht die Ersten. So, die Mittelstation von der Gondel haben wir fast erreicht. Panorama traumhaft. Wetter auch geil, nur leicht getrübt eben vom Sahara-Staub. Ah, jetzt wird es schwierig und steil. Zeigt sich gleich, was die Bikes, die Reifen und so wir natürlich selber so alles schaffen. Oh shit, ich kack schon ab. Ich habe zu viel Luft drin. Die anderen zwei fetzen noch vorbei. Ich habe mega viel Luft drin. Sollte ich vielleicht mal ändern. Oh. Oh nein, schlechte Frauenwertung heute. Manchmal ist es auch nur ein bisschen Glück und Pech, aber der Martin strampelt fleißig rauf. Bei mir auch wieder, da sieht man auch gleich, was die Luft so ausmacht. Ah gut. Yeah, das rockt. Juhu. Ja. Bist du deppert hier? Es ist echt so surreal auf der Skiroute mit den Bikes und es ist einfach nichts los. Das ist schon echt ein geiles Erlebnis. Krasser Tag schon wieder. Ihr seht, wir kommen höher und höher. Hier ist es jetzt schon
geil mit dem E-Bike, weil die steilen Stiche auf der Piste wären halt sonst eher zum Schieben. Wobei wir das ja auch schon öfter gemacht haben, das macht auch Fun. Aber gerade eben ist es schon erhaben, dass man das alles hochtreten kann. Ja. Ja, da geht's drauf, oh Gott. Wuhu. Das ist spannend. Ja, Wetter, wie gesagt, echt traumhaft. Nur ein bisschen windig jetzt. Deswegen aber gleich mal wieder die Handschuhe auspacken. Aber Vicky ist schon wieder gerüstet. Sehe ich gerade. Die war gescheit. Stirnband und Handschuhe. Ah, der erste Gegenverkehr. Aber ihr seht, wirklich nichts los. Also ich versuche die Auffahrt im Kurvenfahren zu meistern. Vicky und Martin sind schon auf Schieben umgestiegen. Von dem her haben wir zumindest eine schöne Aufnahme. Oh. Ja, auf der GoPro sieht es ja immer nicht so steil aus. Aber die Piste ist echt ordentlich steil. Eine rote von den Schildern her. Aber die ist wirklich recht knackig. Und dementsprechend hat sich's ausgefahren. Erstmal. Aber im Gänsemarsch geht schon was vorwärts. Hier eben, wie gesagt, müssen wir schieben. Jetzt seht ihr das Ganze mal von der anderen Seite. So schaut es hier aus. Zwei Fans, nein Spaß, die sind halt erstaunt, dass wir hier mit dem Radl hochkommen. Die haben schon gefilmt. Haben wir auch schon. Jetzt fragen sie gerade, wie wir dann wieder runterkommen werden. Und der Martin wird jetzt natürlich gleich mal erklären, was hier so abgeht. Das ist echt so eine kleine Glückssache. Oh. Diesmal läuft bei der Vicky besser. Weil der eine mal der andere ist wenigstens fair. Ah, da kommt noch jemand daher jetzt wieder. Ui, doch nicht. Frisch aufgestiegen. Martin fragt gerade nach, welche Stufe. Aber ich glaube, daran liegt es gerade gar nicht so sehr. Wenn man halt einmal rutscht, hat man verkackt. Und ansonsten, wenn man gut im Fahren ist, dann hat man eben Glück gehabt. Ja, mittlerweile sind wir in diesem typischen Mischgebiet, wo man immer wieder ein bisschen fahren kann, dann wieder schieben muss, wieder fahren kann. Aber ja, wir kommen hoch. Ja, schieben ist immer so eine Sache für sich. Die Schiebefunktionen funktionieren zwar echt gut, aber der Daumen tut irgendwann weh. Der brennt dann. Martin kennt das Problem mit dem Daumen nicht. Der wundert sich immer, dass wir da großartig jammern. Er sagt, er kommt kaum rauf, er rutscht immer zurück. Zu viel Kraft am Hinterrad, ha? Zu viel Kraft. Ich würde aber unten einmal reintreten. Deswegen schwingt das noch nach bei mir. Ah ja, also ist gar nicht die Schiebefunktion. Er sagt, er hat einmal reingetreten und das sind jetzt die Nachwirkungen. Wow. Chuck Norris, ha? Boah, das ist ein Joch. Schreibt mal in die Kommentare. Wahnsinn oder eine geile Sache, was wir hier treiben? Ich würde sagen, eine wahnsinnig geile Sache. Hier jetzt eben kann man wieder ein Stückchen fahren. Vorher habt ihr ja gerade gesehen, geschoben. Ja, das ist jetzt eben einfach so ein Hin und Her und Her und Hin. Aber da wird uns zumindest nicht langweilig. So, fürs Video schicke ich dir jetzt ein bisschen steiler, als ich selber gegangen bin. Und dementsprechend rutschen sie auch schon ein bisschen. Aber es sieht einfach zu witzig aus mit der Gondel hinten dran. Und ja, es ist die Piste, also wir bescheißen nicht, es ist nicht ganz woanders. Und den ganz steilen Teil haben wir aber hiermit jetzt erstmal wieder überstanden. Hier hinter mir seht ihr, wo wir gerade hochgekommen sind. Also war schon ein Stückchen, ist aber echt gut gegangen. Jetzt kann man zum Glück wieder fahren. Das ist natürlich um einiges leichter und flowiger. Wir sind übrigens nicht die einzigen hier, die heute filmen. Schaut mal. Mann gegen Maschine. Martin versus Pistenraupe.
Ja, ab jetzt sind wir in dem Bereich, wo das Skigebiet komplett geschlossen hat. Am Gletscher ist alles zu. Jetzt müssen wir hoffen, dass die gewalzte Spur noch ein Stückchen hochgeht, weil sonst wird es natürlich unwegsam für uns. Aber bisher läuft's. Oben ist jetzt wirklich immer karger. Schon wieder so ein bisschen Mondlandschaft mäßig. Wer den Hintertuxer Gletscher kennt, der weiß, hier wird es wieder flacher. Dementsprechend geht es, wenn man Glück hat. Diesmal ist die wirklich versumpft. Seht ihr, wie windig es jetzt ist? Da. Immer so böenweise. Ja, wie gesagt, es ist jetzt einfach extrem windig hier oben. Aber wir kommen näher und näher und ausschauen tut es wirklich sehr cool. Richtig, ja, episch, besonders, ein bisschen furchteinflößend vielleicht sogar. Auf jeden Fall außergewöhnlich. Weit für uns jetzt, aber das wird ganz schön scheps, wenn es so hängt, ist zum Skifahren blöd, zum Schieben allerdings auch. Ja, die letzten Meter können wir sogar noch fahren, wie im Bilderbuch. Ja! Ah, Gletscherhütte 3075 Höhenmeter. Yeah! Damit ist der erste 3000er für uns besiegt. Yes! Und jetzt werde ich fotografiert mit der komischen Kapuze auch. Schnell runter. Uff. So, jetzt nochmal nicht nur am Radl drauf, sondern auch so. Der Beweis: Gletscherhütte 3075. Hier wird die Instagram-Story gemacht. Und hier seht ihr mal, was wir so sehen. Und da wird jetzt gleich noch gejausnet und Sonne gesessen. Zumindest ein bisschen. Bevor es wieder in den kalten Sturm geht. Kann man sich gerade nicht vorstellen. Hey, das war so ein krasser Sturm zwischendrin. Ihr seht es wahrscheinlich ja eh am Video, aber jetzt hier bin ich still warm. Ja. Das war kein Wind, das war echt Sturm. Ja, es war Sturm. Die versprochene Gipfeljausen, naja gut, Gipfel, aber 3000er Überjausen, über 3000 Meter Jausen sozusagen, Tankstellen-Semmel. Camembert, mehr was anderes. Und eine nährhafte Käsewurst. Die 3 Monate am Balkon abhängen durfte. Und so schmeckt es ein Hammer. Ja. So schaut sie zumindest aus. Naja, wenn du 3 Monate am Balkon hängst, schaut es auch nicht besser aus. Das ist wohl wahr. Wie ihr seht, mit der Kapuze schaue ich wahrscheinlich jetzt schon nicht viel besser aus. Steht keine Nasenfutter rein oder auch was noch mal in Sachen? Hey. Jetzt gibt es eine Zeitraffer. Yes. Nein. Yeah.
Wow! Da wedeln sie! Yeah!
Ihr glaubt nicht, was wir gerade machen dürfen. Die nehmen uns mit dem letzten Sessellift rauf. Da haben wir gerade einfach nur Glück gehabt. Und jetzt fahren wir uns den Gegenanstieg rauf. Ich hätte aber sogar noch einige Prozente. Am meisten, glaube ich, diesmal. Auch brav gespart. Mach du, dann habe ich dich noch drauf. Und dann komme ich. Mega. Wow. Yeah.
dann lass von dir dann mal her. Direkt am Ausstieg gibt's Wasser zum Auffüllen. Yeah! Perfekt! Oh, das war so geil. War echt so. So mega. Ich war eine ewige Höhe, jetzt wieder hoch. Ja, und das mit dem Sessellüfter auch echt ein krasses Erlebnis. Ja, voll nett. Also da ist natürlich nicht standardmäßig, das war jetzt reiner Zufall. Wir haben auch nicht drum gebettelt, er hat es von sich aus angeboten. Ja. Ich glaube, um sowas kann man kaum fragen. Ja. Es war auch echt gruselig, aber super witzig, mega gut. Ja. Also ein tolles Erlebnis. Ja, cool. Damit sind wir gut zurück an den Autos. Ja, ist echt gut gegangen, oder? Oh ja. Akkuleistung sind wir noch mit ungefähr 20% zurückgekommen. Ja. Ah, krass. Und 1700 Uphill war es circa, oder? Ungefähr war es, ja, genau. Ja. Und ich mit 2 Strich. Beim 500er nur mit 2 Strich. Das ist echt krass. Also wir sind ziemlich gleich. Das ist echt krass. Ja. Total. Ja. Ja, wir sind jetzt so ein Mix gefahren mit allem, also mal mit Boost, natürlich die flachen Sachen alle mit Eco. Genau. Also einfach genau. Was so gebraucht hat, haben wir halt gemacht. Genau. Ja. Und Schiebefunktion. Ja, die stimmt. Gut. Ja, passt. Hat uns gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Genau. Ja. Und ich hoffe, ein paar 3000er kommen wir heuer noch. Oh ja. Ja, heute mal gut angefangen, Februar. Ja. Ja. Stimmt. Na ja, gut. Ja. Macht es gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Run.